Und wir sind wieder da bei Black and White. Gia. Ja. Anscheinend hat's geklappt mit dem Speichern. Ich habe zwar im Speicherraum geguckt, ich bin nicht ganz sicher, ob das auch so bleibt, weil die Speicherdinger sind alle leer. Aber ich bin an der Stelle wieder reingekommen, wo ich auch rausgegangen bin. Was macht die Kreatur denn? Sie kackt an den Wunderspender, das ist ja nicht okay. Nein, nein. Okay, aber ich leine sie jetzt einfach mal hier an. Ach so, mit. Rechtsklick war das. Genau. So, und jetzt hatten wir in der letzten Folge diesen Flöter hier beobachtet. Töte mich. Es ist mir egal. Ich glaube nicht an dich. Okay, er glaubt nicht an mich. Vielleicht muss ich mal ein Wunder ihm zeigen, dass er an mich glaubt. Okay. Das war es Töte anscheinend mich. nicht. Es ist mir egal. Ich glaube nicht an dich. Aber das ist nicht okay, ne? Ich weiß ja, dass sie da drin sind, aber anscheinend ja nicht. Das ist natürlich uncool. Tja. Was macht die Kreatur? Die läuft einfach nur rum. Also sie schläft eine Runde. Sie ist nicht müde. Okay, die Leute haben alle nichts zu tun. Brauchen wir eigentlich Essen? Nee. Hebe ich mal ein paar einfach auf und setze ihn hier. Als Förster. Bekehrter Förster. Oh ja, sie sagt es auch laut an. Bekehrter Der Förster. auch. So. Bekehrter Züchter. Genau, die Frau als Züchter und ein Mann auch noch. Ah ja, jetzt kommen sie alle an. So. Vielleicht auch welche als Bauer hier. Bekehrter Bauer. Genau. Bekehrter Bauer. Ja. Bekehrter Bauer. So. Und jetzt setzen wir den hier neben und sagen, er ist ein bekehrter Polizist, ne? So, ne, das geht nicht. Aber dann setze ich einfach noch ein paar Fischer ein. Bekehrter Fischer. Wenn das schon welche so machen. Bekehrter Fischer. Aber jetzt machen sie es richtig. Ach, das sind Kühe. Bekehrter Fischer. Vielleicht. Aber die Kreatur geht los. Rennt der Typ gerade weg? Ja. Okay, warum ist das passiert? Hat er Angst gekriegt von meiner Kuh? Ich bin viel zu schnell für deine Kreatur. Okay. Wir sollten ihn festbinden. Der Kerl geht mir auf die Nerven. Er hat recht. Er kann nicht fliehen, wenn du ihn an unserer Kreatur festbindest. Okay, das ist ein Trick. Lass mich zufrieden, du hässliches Ungeheuer. Ich bin viel zu schnell für deine Kreatur. Ha. Wir sollten ihn festbinden. Okay. Der Kerl geht mir auf die Nerven. Er hat recht. Er kann nicht fliehen, wenn du ihn an unserer Kreatur festbindest. Ich dachte, er kann nicht fliehen, wenn ich das mache. Bind sie einfach mal hier fest und dann soll sie mal ein bisschen herkommen und gucken, wie das Lagerhaus funktioniert. Ach so, dann hole ich mal einfach ein paar Bäume und zeige ihr das. Na, guck mal hier hin. Jetzt hat sie was. Jetzt. Oh. Und nochmal. Aber sie lernt es nicht, ne? Da kommt er schon wieder. Ja, bis er da ist, mache ich noch mal ein Nahrungswunder. Ah, jetzt nehme ich doch wieder die Pfeiltasten. Ist ja doof so. Okay. Hier ist das Nahrungswunder. Wo ist die Kreatur? Da.
87% schon. Genau. Ist er schon wieder da? Ja, da tanzt er und singt. Töte mich. Es ist mir egal. So, jetzt habe ich ihn aber an der Kreatur festgebunden. Hilfe! Ich habe eine Panikattacke. Ja, schade. Da kommt die Kreatur nämlich. Ah! Ah! Ich ergebe mich, verschone mich, friss mich nicht auf. Wenn okay. du mich verschonst und zu meiner Höhle bringst, lasse ich die Kinder frei. Ich wollte doch nur eine Familie. Ja, aber ja. Den Frauen im Dorf war ich zu hässlich. Oh, mir kommen die Tränen. Machen wir Fischfutter aus dem Kerl. Aber wenn wir ihn zu seiner Höhle bringen, könnten wir die Kinder retten. Oh, da feiert er ab. Ja, ja. So, ja, bringen wir den mal hierher. Das ist schon richtig so. Danke, dass du mich verschont hast. Ja. Ich habe die Kinder freigelassen. Von nun an will ich ein ehrbarer Bürger. Aha, als ob. Ich werde deine Lehre verbreiten und vergessen, wie böse ich einst war. Ja, ja. Oh, da ist ein neues Wunder. Yeah. Hey, noch so ein cooler Wunderspender. Ein Heilwunder. Nutze ich mal gleich. 9% schon, okay. So. Oh, der war hier. Oh Mann, ey, das brauchen wir wieder ewig, bis wir hier sind, ne? Schicken wir unseren Kleinen zu ihm. Oh. Das riecht nach Krieg. Ja, jetzt kann ich nicht, weil er noch nicht da ist. Oh, okay. Ist bei denen aus, verhungern die auch bald? Ja. Gebe ich den... Ja, jetzt ist er natürlich da. Nemesis schickte mich oft in die Schlacht. Dieses Schicksal steht auch dir bevor. Naja, da nickt sie. Zuerst nehme ich deine Größe an. Das macht die Sache einfacher. Okay. Ich werde dich nun angreifen. Aber hab keine Angst. Die Zeit heilt alle Wunden. Ja, okay. Oh, da sieht er albern aus. Als kleines Schaf. Da kommt sie angerannt. Vor jedem Kampf erscheint eine Arena. Nein, sie fürchtet sich. Du solltest wissen, dass deine Kreatur ohne deine Hilfe kämpft. Ja, da freut sie sich. So, jetzt bin ich das los. Zunächst zeige ich dir, wie man angreift. Klicke mit der Aktionstaste auf meinen Körper, um einen Hieb auszuführen. Okay. Ein guter Schlag. Natürlich kannst du auch mehrere Angriffe hintereinander ausführen. Versuche nun, mich mehrmals zu treffen. Sehr gut. Du musst nun lernen, wie man Angriffe abwehrt. Klicke mit der Aktionstaste auf deine Kreatur, um einen Angriff abzuwehren. Genau. Was ist mit dir im Auge los? Sehr gut. Du lernst schnell. Da kann man es wieder aufheben. Sobald du vom Allmächtigen einen neuen Befehl bekommst, hörst du auf, dich zu verteidigen. Ah ja. Konzentrieren wir uns nun auf Ausweichmanöver. Klicke mit der Aktionstaste auf irgendeine Stelle, damit deine Kreatur dorthin geht. Okay, also so weit geht's nicht. Warum dreht sich die Kamera? Wunderbar. Du bist ein aufmerksamer Schüler. Lass uns nun zur Übung gegeneinander kämpfen. Okay. Zack. Guter Schlag. Bam. Und jetzt nochmal den coolen Kick. Bam. Oh, der hat gesessen. Guter Schlag. Oh,
Oh nein. Das sah schmerzhaft aus. Ah, ich krieg's nicht hin. Warum dreht sich die Kamera? Was passiert, wenn ich die Leine nehme? Wird auch nicht besser. So. Da ist der Stern. Da ist nochmal der Megatritt. Bam. Ah, der hat gesessen. Guter Schlag. Okay. Ich versuche mal ein Herzwunder zu machen. Okay. Nee, es fängt ihr an. Ja. Oh, das sah schmerzhaft aus. Okay, es geht nicht. Ich krieg das Herz nicht hin. So. Ah ja, jetzt. Ah, sie kann es nicht. Guter Schlag. Ja, natürlich nicht. Dann mache ich nochmal den Stern. Nochmal den Stern. Es geht nicht. Guter Schlag. Boah. Jetzt noch ein paar Mal. Guter Schlag. Genau. Mann, hör doch auf, dich zu drehen jetzt hier. Bam. Genau. Das sah schmerzhaft aus. So, der ist ganz schön stark. Jetzt nochmal. Nein. Das sah schmerzhaft aus. Ah, oh, den hat er abgewehrt. Krieg ich's nochmal hin? Ich weiß gar nicht, wofür das Blaue da ist. Ich schaff den Stern nicht mehr, weil die Kamera sich dreht. Ich glaube, da gab's auch irgendeinen Trick, die zu fixieren. Aber ich weiß es nicht mehr. Okay, viel kann er nicht machen. So, da ist es nochmal. Oh ja, er gibt auf. Er ist grün und blau. Das war eine wichtige Lektion, mein Freund. Du bist sehr talentiert, aber wir müssen noch an deiner Technik arbeiten. Ja, ja. So, jetzt zieht er ab. Was macht er jetzt? Was ist das denn für ein Wunder? Das war ein Heilwunder, okay. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Aber ich warne dich. Dieses Wissen ist als gefährlich. Als ob. Aber komm erst, wenn du bereit bist. Ich werde dich verbotenes Wissen Ach so. Das selbst für Götter gefährlich ist. Ja, ich glaube ja nicht. Warum übst du nicht das Gelernte, während ich schlafe? Okay. Da steht er schon. Da drüben. Was ist mit der Kreatur? Sie hat ganz viel Hunger. Okay. Ich hab da gar nicht drauf gedrückt. Hier ist ein Nahrungswunder. So, nee, bleib mal. Nein, geh wieder zurück. So, hoffentlich hat sie das jetzt gelernt. Wie viel waren es? 700. Ja, jetzt hat sie keinen Hunger mehr. Wunderbar, so, und jetzt gehe ich gegen den Typen hier kämpfen. Oh, fürchterlich. Er versucht offenbar zu sprechen. Ja. Ich, Slack, bin sehr hungrig. Ich wache hier. Dieser Oger bewacht irgendwas. Vielleicht eine Belohnung. Er bewacht den Pass. Wir haben keinen Einfluss auf ihn. Hetzen wir ihm doch deine Kreatur an den Hals. Ja. Wir sollten uns nicht mit diesem armen Geschöpf messen. Es sieht hungrig aus. Oh doch, wir sollten das tun. Diesmal bin ich böse. So, komm mal hierher. So, da kommt sie schon. Jetzt kommt er bestimmt auch schon gleich an.
Nee, kommt er nicht. Kriege ich denn das hin? Oho, der Kerl ist mächtig sauer, Boss. Ich fürchte, wir müssen kämpfen. Ja, da freut er sich. Okay. So. Ah, dann bricht er das immer ab, wenn er mich anstattdessen haut. Er ist viel zu stark. Und ich krieg den Stern schon wieder nicht hin, weil die Kackkamera sich dreht. Ja, der hat gesessen. Nochmal. Zack, 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 zack. Das war kein Stern. Hör doch auf, dich zu drehen. Es gab doch auch irgendeine Möglichkeit, die festzusetzen. Als ob der mich mitten im Move hauen kann. Halt, nicht so schnell. Zieh dich zurück und greif erst wieder an, wenn wir zu Kräften gekommen sind. Okay, meine Kreatur ist viel zu schwach. Das hat ja wunderbar geklappt. Fällt's jetzt um? Ja. Okay, dann geht sie wahrscheinlich jetzt zum Tempel zurück. Das war ja unbefriedigend. Wie komme ich da denn nur hin? Da ist sie wieder. Ich benutze einfach mal ein Heilwunder. Wenn sie beim Schlafen das auch macht. So. Zumindest der Schaden ist geheilt. Kann sie nicht von alleine jetzt dahin gehen und das essen? Was hat sie denn jetzt gelernt? Okay, dann kann ich nicht hier auf den Haufen klicken und ihr sagen, ess doch mal. Nee. Da kackt sie einfach nur gegen, auf ihr eigenes Essen. Hier, ess mal das. Dann gehe ich jetzt mal im Bestinarium gucken, ne, was da steht. Da waren wir noch gar nicht, das war ja letztes Mal noch zugeschlossen. So, da ist es. Das ist die Höhle unserer Kreatur. Ja. Diese mit Wasserfall im Tempel. Wichtige Informationen über deine Kreatur. Okay. Gelernte Aktionen. Okay. Was ist das hier? Diese beiden hier zeigen dir, wie aggressiv oder defensiv deine Kreatur ist. Aha. Aggressivität ist der Weg zum Erfolg, Boss. Okay. Wegzoomen, ja. Auf was dieser Rolle siehst du, was die Kreatur bereits gelernt hat. Okay. Weiß Ach, nun, das dass sie auf den Boss. Feldern etwas zu essen findet. Oh ja. Weiß nicht, was es mit dem Lagers auf sich hat. Sie kann fischen, sie kann jetzt... Oh, sie kann tanzen. Oh cool, das habe ich noch nicht gesehen. Wie man ein Totem verwendet. Na gut. Hier siehst du die Wunder, die deine Kreatur bewirken. Mhm. Wow. Das klingt nach höllischem Spaß. Okay. Tier? Diese Säulen enthalten die Wunder, die deine Kreatur am besten beherrscht. Okay, naja. Ja. Er sagt einfach nur ja. Diese Rolle beschreibt den Charakter deiner Kreatur. Okay. Ich bin etwas brutal. Ihre Vorlieben und Abneigungen.
Auf der Guten. Ach, der denkt, ich bin gut. Was ich von der Kreaturtrainer halte, sie ist bitterböse. Ja. Slack ist auch bitterböse. Bekannte Herden, bekannte Wälder, okay. Allgemeinere Informationen zu ihrem Ein Jahr alt. Und ihrer Größe. Auf der Seite des Guten. Hey, Energie, Stärke, Körperfett. Schau dir deine Kreatur an, wenn du Tätowierungen hinzufügen oder bearbeiten willst. Tätowierung. Krankheit völlig gesund. Auf mich bewirkte Wunder keine. Ach so. Dameninhalt 70%. Aber ich möchte kein Tattoo haben. Hier kommt man direkt wieder raus. Ja. Ha, der Hintereingang. So. Ja, das war ja wenig befriedigend, dass ich da so verloren habe. Ach, da tanzen sie schon um den Stein. Okay, okay, okay. Aber sie brauchen Essen. Dann schicke ich die Kreatur mal hier hin. Geh mal hier hin. Ich hole mal das Nahrungswunder. Ich weiß auch gar nicht, ich kann mich daran erinnern, dass ich den Oger öfter mal Essen gegeben habe. Weil ich es nicht geschafft habe, gegen den zu kämpfen und zu gewinnen. So, da kommt sie schon. Komm mal her, guck dir das mal an hier. Ja, hier. Lass hier hingucken jetzt. Ja! 98% schon. Jetzt hat sie es fast geschafft. Oh, sie macht's. Oh ja, sie kann's. Das erste Wunder. Da müssen wir sie eigentlich für belohnen. Genau. Das war sehr gut. Auch wenn es im Kampf gar nichts bringt, ne? Vielleicht kann ich ja ein bisschen schummeln, indem ich ihr das Stärkewunder vorher gebe. Dafür habe ich es ja, ne? Dann haue ich dem so richtig auf die Mütze. Was hat sie jetzt vor? Was macht sie denn da? Hä? Was hat sie in der Hand? Ich kann die Kamera nicht drehen. Ja, Kameraführung ist ein bisschen uncool hier. Okay. Da hat sie gerade irgendwas einfach ins Lager rausgeschmissen. Ich hoffe mal, es war kein Mensch. So, was hat sie vor? Sie geht aufs Feld. Okay, sie geht einfach so aufs Feld und holt jetzt da Essen ab. Okay. Ja, ich... Oh ja. Ich gebe nochmal ein Heilwunder. Wo will sie hin? Ja, 27% schon. Das geht ja schnell. Das geht ja schnell. Dann hole ich jetzt nochmal das Heilwunder. Nee, das ist das. Und dann hat sie es vielleicht gleich bei 100%. Wo ist sie hin? Da. Oh, sie macht's schon. Guck mal nochmal hin, wie es geht. 100%. Jawohl. So, da hat sie es gelernt. Macht sie es jetzt gleich nochmal. Nee. Jetzt hat sie irgendwas anderes vor. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir machen hier mal Schluss für diese Folge und sehen uns in der nächsten Folge von Black and White.